So, jetzt gehen wir zu unserem ersten Vortrag, Professor Ibrahim Mehr, mit dem Thema der dialogische Mensch aus jüdischer Perspektive. Und mit diesem Vortrag gehen wir zum ersten Teil von unserer Veranstaltung. Professor Ibrahim Mehr ist emeritischer Professor für moderne jüdische Philosophie an der Bar-Lohn-Universität Ramat Gan in Israel. Von 2009 bis 2017 war er Levinsgans-Professor für jüdisches Dialogwissenschaft und religiöse Theologie an der Akademie der Weltreligion der Universität Hamburg. Von August bis Dezember 2018 war er Research-Fellow am Center of Theological Inquiry in Princeton. Für einige Monate in den Jahren 2021 und 2022 war er Fellow am Stellenbosch Institut for Advanced Study Südafrika. Er ist jetzt Präsident der Internationalen Rosenzweig-Gesellschaft. Wir bitten Sie jetzt nun mit Ihrem Vortrag zu beginnen und ich werde auch der PowerPoint hier teilen. Ja, sehr herzlichen Dank für die Einladung und ich habe so diesen PowerPoint auch gemacht. Ich war eingeladen, um über den vollkommenen Mensch zu sprechen, aber weil ich denke, dass nur Gott, Allah, vollkommen ist, habe ich vorgeschlagen, nicht über den vollkommenen Mensch, aber über den dialogischen Mensch zu sprechen, weil wir brauchen den dialogischen Mensch in unserer gewaltsamen Welt. So, ich denke, dass der Mensch vervollkommungsfähig ist, verbesserungsfähig, aber nicht makellos, so nicht vollkommen, weil nur Gott vollkommen ist. Hören Sie mich gut? Ja, es ist alles okay. Schön. Und ich höre mich selbst auch gut. So, alles ist gut. Haben Sie den PowerPoint auch? Ich sehe und ich denke, die anderen Teilnehmer können auch das sehen. Okay, ich sehe den PowerPoint, nicht. Aber so das erste Dia erklärt, warum ich dann über den dialogischen Mensch sprechen will. Sehen Sie das erste Bild? Ja, wir sehen das und ich denke, andere Teilnehmer können das auch sehen. Okay, und dann gibt es nächste Dia ist Inspiration aus alten Quellen. Ich spreche über den dialogischen Mensch und brauche dann alte jüdische Quellen, um über Dialog zu sprechen. So eine Aussage von Hillel, ist ein Rabbiner, sagt, wenn ich mir nichts bin, wer ist mir? Und wenn ich nur für mich bin, was bin ich? Und wenn nicht jetzt, wann dann? Das heißt, wenn ich nicht für mich selbst sorge, sorgt kein anderer Mensch für mich. Aber wenn ich nur für mich selbst sorge, dann bin ich wirklich noch kein Mensch. So, wir sind alle soziale Wesen und wir sind alle eingeladen, um dialogisch zu sein, um in der Gesellschaft zu arbeiten. Und wenn nicht jetzt, wann dann? So, man muss es nun tun. Ich habe nicht nur Inspiration von alten jüdischen Quellen für meine dialogische Philosophie, aber auch bin ich inspiriert von jüdischen Denkern. Sehen Sie die vier Bilder von jüdischen Denkern? Ich bin jetzt an der zweiten Slide und wir sehen Bilder von Bober, von Rosenzweig, von Levinas und von Hecht. Richtig. So, ich werde sprechen über diese vier ideologische jüdische Denker, die etwas Wichtiges zu sagen haben über den dialogischen Mensch. So, wir fangen an mit der ersten, nächste Dia. Martin Mordechai Bober, er hat ein schönes Buch geschrieben, Ich und Du, das er publiziert hat in 1923 und das Buch beinhaltet ein Denken über Beziehungen und Frieden. So, in seinem Buch sagt er, der Mensch wird am Du zum Dich, zum Ich.
Das heißt, ich bin nur ich, wenn ich in Verbindung bin mit den anderen Menschen. Ich bin ein soziales Wesen. Und er sagt auch, im Anfang ist die Beziehung. Das heißt, Sie kennen allen Anfang der Bibel, dass im Anfang Gott schöpfte Himmel und Erde. Aber hier sagt er, im Anfang ist die Beziehung. Die Beziehung ist das Wichtige. Nächstes Bild sehen wir, was ihr denkt über Gott, über Allah, das ewige Du. Die Beziehung zu Gott, sagt er, findet in der Beziehung zu anderen Menschen statt. Und jedes einzelne Du ist ein Durchblick zum ewigen Du. So, wenn ich in Kontakt sein will mit der höchsten Wirklichkeit, mit Gott, dann tue ich das durch die Beziehung mit den anderen Menschen. Und das ist ein friedensvolles Denken, das Martin Buber entwickelt hat. So, im nächsten Bild sehen wir das. Wie kommt Frieden zustande? Ein friedvolles Denken bringt den verantwortlichen Menschen hervor. Es macht den anderen Menschen gegenwärtig. Das ist ein wichtiges Wort für Buber. Wir haben den Auftrag, gegenwärtig zu sein. Bisweilen bin ich nicht gegenwärtig und meine Frau zum Beispiel macht mich gegenwärtig. Und bisweilen ist meine Frau nicht gegenwärtig und ich mache meine Frau gegenwärtig. So, wir machen einander gegenwärtig. Die Gegenwärtigkeit ist nicht nur in Raum, es ist auch in Zeit. Aber gegenwärtig zu sein vor den anderen Menschen macht uns auch gegenwärtig für Gott. Und Gott ist immer gegenwärtig. Wir sind nicht immer gegenwärtig, aber unser Auftrag ist, einander gegenwärtig zu machen und dadurch Gott gegenwärtig zu machen. So, im nächsten Bild sehen Sie Beitrag zur dialogischen Theologie. Buber gehört zu einer wachsenden Bewegung von relationalem Denken, in dem das getrennte Selbst als eine abstrakte Konstruktion betrachtet wird. Ein friedvolles Denken ist ein transformatives Beziehungsdenken. Natürlich ist diese dialogische Theologie nicht nur eine jüdische Theologie. Zum Beispiel, wenn ich in Südafrika war, habe ich gesehen, wie die Kinder miteinander verbunden sind und die Menschen miteinander verbunden sind. Man heißt das in Südafrika Ubuntu. Es gibt eine schöne Erzählung, dass Kinder aufgefordert werden, um schnell zu laufen und der Erste bekommt Süßigkeiten. Was tun all diese Kinder? Sie geben einander eine Hand und laufen zusammen nach den Süßigkeiten und teilen die Süßigkeiten. Und wenn sie gefragt sind, warum tun sie das? Ein Kind könnte alles bekommen, dann sagt das Kind Ubuntu. Ich bin, weil wir allen sind. Das ist unsere Aufgabe im Leben, zusammen zu sein in eine friedvolle Beziehung. Und auch in Vietnam zum Beispiel gibt es einen großen spirituellen Denker, der heißt Thich Nhat Hanh. Und er ist verstorben leider vor einigen Monaten. Und er hat das Sein bezeichnet als Zwischensein. Wir sind allen verbunden miteinander. Und das ist, was er sagte, Being is Interbeing. So, das dialogische Denken ist nicht nur ein jüdisches Denken. Es ist ein menschliches Denken, aber es ist gegenwärtig in zum Beispiel in Buber. Im nächsten Bild sehen wir ein anderer jüdischer Denker, Franz Rosenzweig. Er hat ein Buch geschrieben, Stern der Erlösung, publiziert in 1921. Im Mittel des Buches steht geschrieben, du sollst lieben. Es ist ein Auftrag, es ist ein wichtiger Auftrag,
dass wir allen aufgetragen sind, einander zu lieben. Und man kann sagen, wenn man diesen Auftrag bekommt, hier bin ich. Das ist die Definition des Ichs. Das Ich ist, ich bin da für dich. Es gibt kein Ich ja, an passt, sich. Passt das alles. Okay. Ist verbunden. Sehen Sie das? Ja, passt. Ja, wir okay. sehen das. Schön. Und darum ist für Franz Rosenzweig das Übersetzen so wichtig. Weil das Übersetzen ist eine Bereitschaft, um eine gemeinsame Welt zu schaffen. Das heißt, wenn ich jemand von euch verstehen will, dann muss ich ihre Sprache übersetzen in meine Sprache. Und wenn ich euch erreichen will, dann muss ich meine Sprache in ihre Sprache übersetzen. Und wir allen übersetzen, in jedem Gespräch übersetzen wir. Wir immer übersetzen in ein Gespräch. Und das ist im nächsten Bild, sagt Franz Rosenzweig, der zweite jüdische Denker, es gibt nur eine Sprache. Es gibt keine Spracheigentümlichkeit der einen, die sich nicht, und sei es in Mundarten, Kinderstuben, Standeseigenheiten, in jeder anderen mindestens keimhaft nachweisen ließe. Auf dieser wesenhaften Einheit aller Sprache und dem darauf beruhenden Gebot der allmenschlichen Verständigung ist die Möglichkeit wie die Aufgabe des Übersetzens. Ihr kann, darf und soll begründet. So, in anderen Worten, wir sind aufgetragen, wir haben ein Gebot, um einander zu verstehen, aber um einander zu verstehen, müssen wir die Sprache des anderen Menschen auch sprechen, die anderen Menschen verstehen. Nächste Bild sehen wir Avraham Joshua Heschel, ein dritter jüdischer Denker, der ein dialogischer Denker ist, und er hat eine Rede in 1965 in Union Theological Seminar in New York. Und Titel des Vortrags war Keine Religion ist ein Insel. Das ist so eine wichtige Sache. Sie wissen, John Donne hat gesagt, dass kein Mensch ist ein Insel. Aber Avraham Joshua Heschel sagt, keine Religion ist ein Insel. Wir sind alle verbundene Menschen. Religare auf Lateinisch ist verbunden sein. Und so im nächsten Bild sehen wir ein Zitat von Avraham Joshua Heschel, wo Heschel sagt, Religion als Institution, der Tempel als höchstes Ziel oder anders ausgedrückt, Religion um der Religion willen ist Götzendienst. Religion ist um Gottes Willen. Die menschliche Seite der Religion, ihr Taten, Rituale, Vorgaben, sind eher der Weg als das Ziel. Das Ziel besteht darin, Gerechtigkeit zu üben, Gnade zu lieben und in Demut mit deinem Gott zu wandeln. So, Religion ist kein Ziel an sich. Und das sieht man auch in anderen Religionen, nicht nur in jüdischer Religion. Zum Beispiel in Buddhismus, Art von Religion, sagt man, dass das Schiff oder das Schoss ist nicht, der Boot ist nicht das Wichtige. Das Wichtige ist, dass man auch am Ziel gelangt mit diesem Boot. Das ist nur ein Mittel, kein Ziel. Das Ziel ist, mit Gott in Verbindung zu sein, durch die Verbindung mit anderen Menschen. Und im nächsten Bild sehen Sie das. So, Sie sehen Avraham Joshua Heschel, der Rabbiner Avraham Joshua Heschel, im Gespräch mit Kardinal Bea, der sehr wichtig war im Zweiten Vatikanischen Konzil in den 60er Jahren. Im nächsten Bild sehen Sie das Beitrag zur dialogischen Theologie von Seite Heschel klar ist, weil er immer wieder benachdruckt, dass es eine Verbundenheit zwischen den Menschen geben muss. Für Heschel gehen Humanismus, den Kampf für Menschenrechte und Religiosität Hand in Hand. Man kann nicht mit Gott in Kontakt sein,
wenn man den anderen Menschen bestreitet und nicht freundlich mit ihnen umgeht. Und das sehen Sie im nächsten Bild. Avraham Joshua Heschel geht zusammen mit Martin Luther King in die Vereinigten Staaten und er kämpft für die Menschenrechte des schwarzen Menschen. Und das war für ihn ein wirklich religiöser Auftrag, um zusammen mit Martin Luther King die Menschenrechte in Amerika, die Rechte des schwarzen Menschen mehr im Besonderen zu promovieren und mehr Gleichheit zwischen den Menschen zu bringen. Nächste Bild habe ich noch ein schönes Zitat von Avraham Joshua Heschel. Und dort steht es, jeder Gott, der meine ist, aber nicht der deine, jeder Gott, der sich um mich kümmert, aber nicht um dich, ist eine Götze. Sehen Sie die Wichtigkeit unserer menschlichen Gesellschaft, uns Zusammensein, unser dialogisches Dasein ist sozusagen Mittel, um mit Gott in Verbindung zu sein. In jüdischem Denken sagen wir, dass Gott braucht den Menschen, weil er hat angefangen ein Abenteuer mit den Menschen. Und wir wissen nicht, ob es gut abläuft, aber wir haben allen diesen Auftrag, dieses Gebot. Du sollst lieben, wie Franz Rosenzweig sagt, oder wie Avraham Joshua Heschel sagt, jeder Mensch ist ein Bild Gottes und wir müssen die göttliche Dimension in den Menschen sehen und dadurch in Verbindung zu sein mit dem allmächtigen Gott. Letzte und vierte Denker, im nächsten Bild sehen Sie Emmanuel Levinas. Er war ein großer Philosoph im vorigen Jahrhundert. Er war mein Lehrmeister und er hat ein Buch geschrieben, Totalität und Unendlichkeit. Das ist publiziert in 1961. Und dort sagt er, dass der Mensch immer wieder eine Totalität macht, aber die Unendlichkeit, der Anspruch von anderen Menschen zerbricht diese Totalität. Levinas bedenkt die Möglichkeit einer Beziehung auf der Grundlage der Anerkennung der Exteriorität und Alterität des anderen, ohne Gegenseitigkeit zu erwarten. Die ethische, unendliche Forderung des anderen drängt mich zu antworten. So, die ethische, unendliche Forderung des anderen bringt mich auch aus meiner Totalität. Die Totalität, meine Totalität, wird zerbrochen durch meine Verbindung mit der Forderung des anderen Menschen, die immer eine unendliche Forderung ist. Ich kann niemals sagen, ich habe alles getan für den anderen Menschen. Die Aufgabe ist unendlich. Und diese Unendlichkeit zerbricht meine Totalität. Im nächsten Bild sehen Sie das nochmal, wie ich das formuliert habe. Auch Emmanuel Levinas hat einen schönen Beitrag geliefert zu dialogischen Beziehungen. Er spricht über Andersartigkeit. Die absolute Differenz des anderen Menschen ist nicht aufzuheben. Die unendliche Forderung von Antlitz des anderen durchbricht meine Totalität. Und darum sagt er, wie Martin Buber, das Ich ist, hier bin ich. Das Ich ist der eine für den anderen. Auf Französisch ist das le moi, c'est me voici, c'est là pour l'autre. Das Ich ist das, hier bin ich für dich. Wenn meine Frau zum Beispiel telefoniert und sagt, wo bist du? Sie will nicht wissen, wo ich geografisch bin. Sie will wissen, wo ich bin für sie. Ob ich ein guter Ehemann bin, der eine für den anderen. Das ist mein Auftrag im Leben. So, im nächsten Bild sehen Sie das noch einmal, wie ich denke. Und das ist ein Resümee von meinen Gedanken.
Ich denke, dass das Wort Transdifferenz sehr wichtig ist. Und ich werde das ein bisschen erklären. Differenz ist die Unterschied zwischen den Menschen. Dass wir alle unterschieden sind, ist ganz klar. Aber was uns wirklich zu Menschen macht, ist die Transdifferenz. Dass wir Brückenbauer sind, dass wir miteinander in Verbindung kommen. Und das habe ich in meinem Buch The Logical Thought and Identity erklärt. Im nächsten Bild sehen Sie das, wie ich eine dialogische Theologie und Philosophie aufbaue. Es gibt Differenzen, aber es gibt auch Transdifferenz. Das heißt Dialog und Kommunikation. Eine interreligiöse Theologie dient dem Dialog zwischen Menschen, die unterschiedlich bleiben. Wir müssen einander nicht überzeugen, zu ihrer Religion zu kommen. Wir müssen sehen, dass alle Menschen verschieden sind. Aber mit dieser Verschiedenheit sind wir auch aufgerufen, zusammen zu sein, Brücken zu bauen und miteinander in Verbindung zu sein, wirklich religiöse Menschen zu sein, im Sinne von Religiosität als Verbindung. Im nächsten Bild sehen Sie Susanne Thornquist, ist ein Bild von Josef, unser Bruder, und er hat ein vielfarbiges Kleid von allen Nationen der Welt. Ich bin so froh, dass es Leute gibt von verschiedenen Ländern in unserer Zoom-Session, und das ist auch ein Zeichen von Verbundenheit, dass wir bereit sind, zueinander zuzuhören und in Dialog zu treten. Nächstes Bild. Transdifferenz ist die Möglichkeit, das Gleiche und das Andere zusammenzuführen. Und das ist in den Religionen und für die Gesellschaft als Ganzes notwendig. Das schreibe ich in meinem Buch über, wie ich gesagt habe, Dialogical Thought and Identity. Und ich sage da auch in der Transdifferenz erkennt man das Partikuläre an und gelingt über es hinaus. Also wir sind allen sehr spezifisch, zum Beispiel Muslime sind Muslime und Christen sind Christen und Juden sind Juden, aber darüber hinaus sind wir alle verbunden auch miteinander. Und das sage ich im nächsten Bild, habe ich in meinem Buch, das auch auf Deutsch erschienen ist, Interreligiöse Theologie erklärt, es ist eine Sichtweise aus der jüdischen Dialogphilosophie, wie ich es nun ein bisschen besprochen habe, in Buber und Rosenzweig und Heschel und Levinas. Und ich sage, dass das jüdische dialogische Denker sind, die mich erlaubt haben, auch eine interreligiöse dialogische Theologie aufzubauen. Nächstes Bild, noch ein anderes Buch, das ich geschrieben habe, Becoming Interreligious, das ist auch über die Interreligiosität. Und wir haben eine Religion, aber wir sind verbunden. Und darum sage ich im nächsten Bild, wir brauchen eine Hermeneutik des Anderen. Mit zentralen Konzepten wie Lernen, Übersetzen, wir haben ein bisschen über Übersetzen gesprochen, mit Franz Rosenzweig, Anerkennen, was wichtiger ist als Kennen, nur Kennen. Es ist ein Anerkennen, Zuhören. Zuhören, wie sie nun tun, wir hören anders zu, und Gastfreundschaft, unsere Häuser zu öffnen für Menschen von anderen Religionen und anderen Nationen. Und im nächsten Bild sehen wir, wie ich Inspiration bekomme von Martin Luther King, der gesagt hat, I have a dream. I have a dream that my four little children will one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin, but the content of their character. Es ist auch mein Traum. Mein Traum ist auch, dass auch in meinem Land wir dialogisch werden, dass Muslime und Juden einander besser verstehen, dass wir miteinander zusammenleben können in Freiheit, in Verbundenheit und in Respekt für Menschenrechten überall. Und im nächsten Bild sehen wir nochmals, was mein Hauptmotiv ist, Differenzen anerkennen. Und darüber hinaus auch transdifferent Brückenbauer. Zum Schluss, nächstes Bild, wenn man die Religion des anderen kennt und schätzt, wird eine Grundlage für ein Zusammenleben geschaffen, dass man nicht eine Elite von Intellektuellen oder Ökonomen und Politikern überlassen sollte. Wir sind allen Verantwortlichkeit,
nächsten Bild. Das Ziel dafür, Religionen, ist nicht Trennung, sondern Kultivierung der Nähe zum dem oder der anderen. So, nächste Bild und letzte Bild. Herzlichen Dank. Shukran. Toda. Thank you.